Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute habe ich eine Frankfurter Buchmessen-Review für euch, wenn man das so nennen kann. Ja, ich war ja am Samstag, also am 17. glaube ich war das, war ich auf der Buchmesse und das war mein erstes Mal. Und deswegen habe ich mir gedacht, erzähle ich euch einfach mal so, wie meine Eindrücke waren, wie ich das so fand. Und sowas halt so ein bisschen, weil eigentlich wollte ich ein Video für euch drehen, aber das Problem war einfach, dass mein Handy so gesehen mein Ladegerät war und ja, ich bin schon da angekommen und hatte nur noch 30% und deswegen konnte ich gar nicht mehr aufnehmen, weil mein Handy ist dann sowieso ausgegangen, also wäre dann sowieso egal gewesen, weil ich hatte mein Handy sowieso nicht mehr als Navi. Aber das war einfach der Grund, warum ich nichts aufgenommen habe, sonst hätte ich euch natürlich so ein bisschen mitgenommen, vor allem, weil ich auch ganz viele Leute getroffen habe. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Video an und ich erzähle euch einfach mal, wie das so war. Also ich bin morgens mit dem Auto nach Köln gefahren und von da aus dann mit einem Reisebus, sag ich jetzt mal, nach Frankfurt. Das hatte ich dann vorher gebucht und da war halt die Busfahrt mit der Tageskarte für die Frankfurter Buchmesse mit direkt mit dabei. Und da habe ich mir dann gedacht, mache ich das, weil das wirklich sehr günstig war. Dann habe ich das auch gemacht, bin dann in Frankfurt angekommen. Dann sind wir auch direkt reingegangen zum Schalter, haben auch unsere Karten ganz ohne Probleme bekommen. Also es lief wirklich alles super ab. Ja, dann bin ich da rein und ich muss sagen, ich war erst ein bisschen verwirrt, weil ich so überhaupt gar keine Ahnung hatte, wo ich überhaupt hin soll. Ich wusste zwar, wo ich hin möchte. Ich wollte nämlich, glaube ich, als erstes zu Kira Cass mir mein Selection-Buch unterschreiben lassen bzw. signieren lassen, weil die liebe Autorin von Selection hatte ja da ihre Signierstunden und da wollte ich dann hin. Und dann fing ich erstmal an zu suchen, weil es ist wirklich ein riesiges Monsterteil und wenn man da das erste Mal ist, ist man einfach total orientierungslos. Und ich bin dann einfach irgendwann nur noch nach den Schildern gelaufen. Ich hatte erst einen Plan, habe da drauf geguckt, aber irgendwie hat er mich überhaupt nicht weitergebracht. Dann bin ich nach Schildern gelaufen und habe dann auch ein paar Leute eine Information gefragt und bin dann auch wirklich vorangekommen. Und ich muss sagen, morgens war es wirklich leer und da habe ich mir noch so gedacht, boah krass. Ich dachte eigentlich so, dass die Büchermesse total voll ist, aber hinterher, es war so brechend voll. Man konnte schon gar nicht mehr, also es gab einfach gar keinen freien Platz mehr. Und es war wirklich sehr, sehr voll. Und ja, wie fand ich die Büchermesse? Eigentlich fand ich die ziemlich cool. Also es war eigentlich schon ziemlich geil, weil es wirklich jeder Verlag da vertreten. Aber ist da das Self-Publishing-Area, was ich auch total interessant finde, was mich auch so ein bisschen interessiert. Dann war ich da auch und habe geguckt, habe mir natürlich zwei Bücher unterschreiben lassen und ja, also es war wirklich eigentlich total cool. Ich fand es auch super, dass da wirklich alle Verlage vertreten waren. Man hat einfach die ganzen Bücher gesehen. Man konnte sich da hinsetzen und in die Bücher reinlesen. Die Mitarbeiter fand ich eigentlich auch alle sehr freundlich. Es gab so ein paar Ausnahmen, die dann vielleicht nicht so freundlich waren, aber so im Gesamten waren alle total lieb und freundlich. Und wenn man Fragen hatte, haben die einem direkt weitergeholfen. Und es war eigentlich wirklich ziemlich, ziemlich gut, aber da war so eine Sache, die mich einfach so gestört hat. Und das wusste ich halt vorher nicht, nämlich, dass man die Bücher erst ab Sonntag kaufen kann. Also erst am letzten Messetag, glaube ich, das ist glaube ich der letzte, und nicht schon am Samstag. Und das fand ich so doof und so schade. Und ja, ich bin da eigentlich hin und habe mir gedacht, oh cool, jetzt kaufst du dir die ganzen coolen Bücher, die du dann siehst. Und dann habe ich zwei Tage vorher gelesen auf der Internetseite, dass man halt nur sonntags die Bücher kaufen kann. Und ja, das fand ich irgendwie echt scheiße, weil, keine Ahnung, also ich fand das halt dumm, da hinzugehen, mir die Bücher anzugucken und die nicht kaufen zu können. Man hat sich die halt angeguckt und ich habe wirklich Bücher gesehen, die ich mega cool fand und die ich gerne direkt gekauft hätte. Und ja, aber man konnte sie halt nicht kaufen. Das war halt etwas, was mir nicht so gefiel. Das hat mich so wirklich so ein bisschen gestört und das war auch so der Grund, warum ich nicht wirklich mir jeden Verlag, den ich gerne mag, angeguckt habe und mir auch nicht die Bücher richtig angeguckt habe, weil wenn ich mir die Bücher angucke, dann möchte ich sie auch direkt kaufen und nicht mir sie einfach nur angucken und irgendwann später mal kaufen. Und das war dann einfach der Grund, weshalb ich mir die Zeit ein bisschen anders vertrieben habe. Ich bin, wie gesagt, zu Autogrammstunden gegangen. Ich war einmal bei Kira Cass, habe da mir ein Autogramm geben lassen und habe ein Foto gemacht. Aber ich denke mal, das werdet ihr auf Instagram, werde ich das irgendwie mal posten. Und dann war ich bei Mona Kasten, das ist ja die Peach Galore hier auf YouTube. Und von der habe ich mir natürlich auch eine Unterschrift geben lassen, beziehungsweise mein Buch signieren lassen und ein Foto gemacht. Und ja, es war eigentlich total cool, die beiden mal so zu treffen. Waren auch wirklich sehr lieb beide.
muss ich sagen, also die Schlangen waren sehr, sehr lang, muss ich sagen. Also bei Kira Cass ging es noch, weil da stand ich schon sehr früh an, bei Mona Kasten. Oh, es hat einfach so lange gedauert, es war ein totales Gedränge, aber egal, es hat sich schon so ein bisschen gelohnt für das Foto. Und ja, ich habe auch ganz viele liebe Menschen getroffen. Ich war erst den halben Tag mit ein paar Mädchen unterwegs, die auch bloggen, die auch Blogs haben. Und ja, es war eigentlich total cool, sich mal mit, sag ich jetzt mal, mit Gleichgesinnten zu unterhalten und einfach mal Leute zu treffen, die genau das Gleiche lieben, was man selbst liebt, weil ich halt in meinem Freundeskreis nicht so wirklich die Leute habe, die alle so gerne lesen wie ich. Da bin ich eigentlich so eher die Einzige. Und ja, deswegen war das wirklich total cool. Und später war ich dann auf dem Blogger-Treffen, Booktuber-Treffen. Ich weiß nicht, was es jetzt wirklich war. Ich glaube, es war ein Blogger-Treffen. Und das war ja an diesem Blabster-Stand, aber weil das dann so voll war, sind wir dann woanders hingegangen. Und es waren wirklich so, so viele Leute da. Es waren bestimmt locker, weiß ich nicht, 200, vielleicht ein bisschen weniger. Aber es waren wirklich total viele und es waren sehr, sehr viele Booktuber da, die ich alle getroffen habe und die alle total lieb waren. Ich habe so viele Booktuber getroffen, die Jessie von Melody of Books, die kennt ihr bestimmt alle. Vanessa von Bibliophäe, Laura, dann Sarah Bow und ja, die waren alle total cool drauf. Ich habe mich mit denen unterhalten. Es war einfach mega lustig und auch die ganzen anderen Leute, die da waren, die Blogger. Und ja, es war wirklich, wirklich cool, das Treffen. Man konnte sich nämlich mal mit allen unterhalten. Ich habe mich auch mit vielen Leuten da unterhalten. Es hat einfach wirklich Spaß gemacht. Ich fand es wirklich sehr cool. Ich finde, es war wirklich ein sehr gelungenes Blogger-Treffen und sowas könnte man wirklich mal öfter machen. Es war zwar so ein ganz kleines bisschen unübersichtlich, weil es wirklich so viele Leute waren und ich glaube, man hat nicht damit gerechnet, dass wirklich so viele kommen. Es war halt wirklich so ein bisschen unübersichtlich, weil die sind alle auf einmal da gewesen und es war wirklich trotzdem sehr, sehr cool. Und ja, zum Abschluss war ich dann noch ein bisschen mit den Booktubern unterwegs und dann am Ende bin ich noch ein bisschen durch die Halle gegangen, habe mir dann doch noch ein paar Bücher angeguckt. Ich habe mir dann gedacht, ach komm, guckst du einfach mal, musst ja nicht immer direkt kaufen, auch wenn ich das überhaupt nicht mag. Ich habe dann trotzdem einfach mal geguckt. Ja, und dann war eigentlich der Tag auch schon vorbei. Er ging sehr, sehr schnell um, muss ich sagen. Ab und zu mal hatte man dann ein bisschen, also hatte ich dann ab und zu mal nicht mehr so viel Lust, weil einfach meine Taschen so schwer waren. Ich hatte da ja Trinken drin und sowas. Und dann die Bücher, die ich dabei hatte. Und dann haben einem einfach die Schultern wehgetan und man wollte sich einfach nur noch setzen. Und abends bin ich dann zurückgefahren und war zu Hause. Aber wie gesagt, leider konnte ich euch nicht mitnehmen. Aber alles in allem fand ich die Büchermesse sehr cool. Ich würde auf jeden Fall wieder hingehen. Ich denke, ich werde auch nächstes Jahr wieder hingehen, wenn nichts dazwischen kommt. Ich überlege auch schon, auf die Leipziger Buchmesse zu gehen, aber das ist wirklich so, so weit weg. Das muss ich mir nochmal überlegen. Aber es war wirklich sehr geil. Das Einzige, was ich mir halt gewünscht hätte, dass man sich die Bücher hätte schon kaufen können. Aber leider ging das nicht, aber es ist ja nicht so schlimm. Ansonsten fand ich die Büchermesse super. Jeder, der noch nicht da war und der sich überlegt, da hinzugehen, es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich schon alleine, um da Leute zu treffen, die genauso sind wie man selbst. Und man lernt wirklich so viele neue, coole Leute kennen. Und es ist wirklich eine totale Empfehlung von mir. Ja, das ist wirklich, es war wirklich super, die Leute kennenzulernen, die Bücher zu sehen, die ganzen Verlage zu sehen. Also man hat wirklich alles da. Dann die Autoren, die man getroffen hat, es waren so viele Autoren einfach da. Und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war cool, man war einfach unter Leuten, die genauso sind wie man selbst. Und ich kann euch das wirklich, egal wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, egal, ich kann euch die Büchermesse sowas von empfehlen. Geht da mal hin, guckt es euch an, verschafft euch selbst einen Eindruck. Nicht jeder hat natürlich die Meinung so wie ich, aber ich fand's super. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dann beende ich dieses Video an dieser Stelle, bevor ich noch 10-mal sage, wie super ich das finde und wie ich euch das empfehlen möchte. Und egal, ich würde sagen, wir beenden das Video an dieser Stelle. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!